Oh nein! Lichter! Guck mal, Leute, das ist mein Baby. Der sieht so cool aus. Willkommen zu einem neuen Video von uns. Die zwei sitzen noch da. Heute ist Sonntag, das heißt Familientag. Die sich alle freuen. Nee, wir machen heute schöne Sachen. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen, aber wir gehen. Zum Kiosk oder Eis essen. Auch eine gute Idee, Kiosk oder Eis essen. Das Einzige, was wir gleich noch machen müssen, ist eine Fotoreihe. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir frei. Dann gucken wir mal, was wir machen. Eigentlich wollte ich heute mal Make-up-freien Tag machen, aber durch das Foto, Moment, ich jetzt hier, durch das Foto muss ich dann doch ein bisschen Make-up drauf machen. Ich habe hier einige Wäsche noch zu erledigen. Mache ich dann morgen. Und gleich ist auch noch Beyblade-Weltmeisterschaft. Ich muss noch mal gegen Alex antreten. Übrigens, bei meinen Tape-Ins, da werde ich ganz oft gefragt, ob ich zufrieden bin. Ich habe jetzt noch zwei Stück. Moment, wo kann ich es euch am besten zeigen? Habt ihr ja gerade auch beim Föhnen schon gesehen. Also ich habe hier noch zwei Stück drin. Das ist hier eine, keine Ahnung, wie man das nennt. Also ein so ein Ding. Ungefähr hier die Dicke. Und ich hatte vorher vier. Also ich hatte hier vorne auch noch zwei, also vier auf jeder Seite. Und die habe ich rausgemacht, weil mir das zu viel war. Und jetzt mit diesen zweien komme ich sehr, sehr gut zurecht. Und die stören mich auch überhaupt nicht. Ich muss die nur so ein bisschen glätten nach dem Waschen, weil die sonst so sehr kraus aussehen. Ich mag das lieber, wenn die so ein bisschen glatter sind. Und so fällt das auch gar nicht auf. Stört mich auch nicht beim Schlafen, aber ich glaube, wenn ich überall welche hätte, das würde mich schon sehr stören. So, jetzt muss ich mich anziehen. Und Luis anziehen. Und alle müssen wir uns noch anziehen. Außer Leisa, die ist schon angezogen. Ich habe für uns ein paar Hoodies bestellt. Und die ziehen wir jetzt an für das Foto. Holly verschwindet schon wieder in meinen Schrank. Guck mal, meine weißen T-Shirts. Und du verkriechst dich da rein. Hm? So, Foto ist im Kasten. Jetzt haben wir Freizeit. Wir sind hier gerade auf einem Spielplatz. Auf einer Wippe. Oh oh. Wie soll ich denn jetzt hier drauf kommen? Geht nicht, ich bin zu schwer. Papa, du musst uns mal helfen. Die Mama ist zu dick. Leisa ist heute voll im Trend. Senfgelb ist die neueste Trendfarbe im Herbst hier. Echt? Mhm. Wir haben Risiko jetzt gerade. Wir sind spazieren und haben keine Flaschen dabei. Soll ich aufnehmen? Der nimmt auf. Ja? Ja. Und selbstbewusst. Ich trinke hier meinen grünen Tee. Aua, sehr heiß. Luis hat Eis. Super gesund. Ich habe übrigens eine Trage gekauft, die zeige ich euch gleich mal, wie wir die anlangen. Ich glaube, ich ziehe die dann gleich mal an. Wenn wir nach zurücklaufen, dann ziehe ich die mal an. Die ist nämlich richtig. Aber hier sind da noch drei drin. Hier? Soll ich mal probieren? Ja. Nee? Willst du? Schmeckt gut. Probier! Nee. Schmeckt nicht. Die Maus kommt jetzt in die Trage rein.
Wir müssen nämlich jetzt gehen. Sie hat mich Hunger bekommen. Und diesen Gurt, den habe ich gestern das erste Mal ausgetestet und der war eigentlich ziemlich cool. Herr Kuske, sehen Sie was langsamer. So. Grüß Sie. Hi. Boah, der läuft hier wieder lang wie ein Tier. Ist schon so vorgefertigt. Ja, euch auch. Ja, ja, schön. Mach's gut. Tschüss. Denkt dann in 2 Wochen an das Spiel wieder. Ja. Danke. Danke. Schnell, schnell. So, wir sind schon wieder zu Hause. Leisa hat gerade was zu trinken bekommen. Das war ein bisschen zu knapp alles getimt. Ich zeige euch den Gurt gleich nochmal in Ruhe. Ganz kurz zu meiner Hose. Die habe ich letztes Jahr gekauft. Ist noch ein bisschen eng, muss man sagen. Aber die gibt es aktuell auch noch bei H&M. Ich verlinke euch die mal unten in der Infobox. Da sind nur die Taschen längs und nicht mehr so. Die ist ziemlich cool. Und das T-Shirt ist, habe ich in meiner Schwangerschaft gekauft. Das ist auch von H&M. Das ist XL, glaube ich. Ist jetzt nicht so geil mehr. Aber na, heute ist Sonntag. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Aber die Hose ist echt cool. Wir machen jetzt die Beyblade. Wer Weltmeister wird im Beybladen? Alex nee, und ich müssen... Wir machen das nicht so. Gegeneinander an. Wer entscheiden darf, wer Weltmeister sein darf von euch beiden. Also ich möchte den vorhaben von den beiden. Den? Ja, den musst du nehmen. Also, wie weit spielen wir? Na gut, nehme ich den. Mama, wir machen so. Wieso hast ich du denn das? Das ist unfair. Nee. Das ist meiner, mit dem spiele ich immer. Ich sag mit 3. Ja. Ja, aber das ist jetzt nicht richtig. Doch, komm, los. 3. Au. 2. 1. Baby. Hallo, ich mach doch gar nichts. Was macht ihr denn? Labyrinth. Ja, Zeitverzögerung von Mama. Ja, ich spiele sonst nie mit. Immer diese Ausreden. Das ist egal, mit welchem man spielt. Dann kannst du ja den haben. Jetzt haben wir ja schon einmal verteilt, jetzt müssen wir das nicht nochmal machen. Okay. So, komm. 3. 2. Beyblade. Mama. 2. Oh, warte, zu früh. Nee. Doch. Warte mal eben. Wir haben bis 5. Bis 5 und der ist Weltmeister, ja? Schön, Luis ist aber der Schiedsrichter. Ne? Okay. Das ist beinahe. Ja, das ist meiner. Oh. Und oh. Na, gleich. Was war das? Unentschieden. Gleichzeitig ist Battle. Ja. Ist mir auch schon mal zweimal passiert. Also, wer sagt, also Papa, Mama, du darfst entscheiden, wer von euch beiden Weltmeister Mama, ist. Mama, Kamera auf mich. Ihr seid beide sehr unfair. Also ich spiele mit denen nicht mehr. Einmal jetzt hier für... Mach mal Kamera auf für mich. Für alle... Nein. Mach mal. Ihr seid ein Team. Mama. Ihr seid unfair. Der Gewinner, Valtriek. Guten Morgen! Also wir haben jetzt schon wieder einen Tag später. Gestern war Sonntag, heute ist Montag. Ich bin abends einfach immer so erledigt, dass ich gar nicht mehr daran gedacht habe, die Kamera auszupacken. Und auch ist gar nicht mehr viel passiert. Also wir haben nur noch gegessen und Luis war nachher bei Oma noch mal kurz und nicht mehr viel passiert. Ja, wie war unsere Nacht? Unsere Nacht war eigentlich ganz gut. So bis 2:30 hat sie geschlafen. Kriegt immer so um 7 das letzte Fläschchen und dann schläft sie meistens so um 9 Uhr ein und dann schläft sie auch meistens hier neben mir auf der Couch und wenn ich dann rübergehe ins Bett, dann nehme ich sie immer mit und dann schläft sie da so bis 2:30 und dann so ab, ich würde mal schätzen, so ab 5 ist sie dann so langsam unruhig geworden, aber ich will mich überhaupt nicht beschweren, das ist schon echt Luxus im Vergleich zu Luis. Ich wollte euch ja noch die Geschichte erzählen, ich versuche das jetzt mal. Ich versuche das jetzt mal und gucke, ob das klappt, weil eigentlich gehen wir morgens immer spazieren, weil sie dann immer so ein bisschen unruhig ist. Also die ganze Geschichte ist ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang her und eigentlich wollte ich da ja auch ein separates Video draus machen, aber ich habe das Ganze jetzt schon wieder verarbeitet und
so, wie soll ich sagen, so viel zu erzählen gibt es da eigentlich nicht. Also ich war mit ihr spazieren und also diese Atemnotgeschichte. Ich war mit ihr morgens spazieren und wollte mir dann beim Bäcker auch einen Kaffee holen. Und da war dann eine längere Schlange und ist so ein relativ kleiner Bäcker. Ich war mit dem Kinderwagen unterwegs. Und dann habe ich schon gesehen, wie sie so komische Geräusche gemacht hat. Sie hatte immer so, ich versuche das jetzt mal nachzumachen, immer so, so ungefähr. Und ich habe das eine ganze Zeit lang beobachtet. Ich würde schätzen, so eine Minute ungefähr stand ich da in der Schlange und habe das dann beobachtet. Und ich hatte nie gehört, wie sie wieder Luft geholt hat. Und dann hörte sie aber nicht auf damit und die war noch so in so einem Dämmerschlaf irgendwie. Da bin ich an der Schlange vorbei und das nochmal ein bisschen beobachtet, erstmal im Kinderwagen. Und es hörte trotzdem nicht auf. Sie immer die ganze Zeit so. Also wirklich sehr untypisch für sie. Also sie war da, wie alt war sie da gerade? Sie ist jetzt 8 Wochen alt, ich würde sagen 4 Wochen ungefähr. Es hörte auf jeden Fall nicht auf. Und dann habe ich sie hochgenommen. In der Hoffnung, dass sie wach wird und dann damit vielleicht aufhört, weil das für mich schon sehr unheimlich war. Aber sie hörte auch auf meinem Arm nicht auf. Und dann habe ich gedacht, sie hätte sich verschluckt. Dann habe ich sie so ein bisschen rumgedreht. Also wisst ihr, so in der Lage dann nur mit dem Kopf da unten. Aber auch dann hörte sie nicht auf. Und dann habe ich dann, Bäckerei war voll, ich so, hallo, ich glaube, ich brauche Hilfe. Meine Tochter kriegt keine Luft mehr. Ich glaube, sie hat Atemnot. Und die Leute, also da war einer dabei, der Ali, der hat wirklich sofort reagiert und hat gesagt, komm, gegenüber, da war eine Hausarztpraxis, ist dann mit mir gleich über die Straße gerannt zu der nächsten Hausarztpraxis. Ich hatte auch den Kinderwagen da stehen lassen, weil mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht, wenn das nicht, also weil es nicht aufgehört hat und ich nicht gehört habe, dass sie wieder Luft holt. Also sie war wirklich noch so klein und zerbrechlich und ich hatte wirklich extreme Angst in dem Moment. Und dann sind wir rüber zum Hausarzt, uns wurde direkt geholfen. Man hatte dann mit so einem Stethoskop heißt das, glaube ich, ne, ihre Herztöne gehört und sie sagte, ja, also so wie ich das höre, kriegt sie genug Luft. Also das Herz schlägt auf jeden Fall und sie war jetzt nicht blau angelaufen oder so, aber ich sollte doch am besten zum nächsten Kinderarzt gehen, weil die auch nicht die nötigen Geräte da haben, um zu testen, ob sie genug Sauerstoff bekommt. Also es gibt ja so Geräte, wo man die Sauerstoffzufuhr prüfen kann. Und die hätten dafür so kleine Babys halt nicht da. Und deswegen sollte ich schnell zum Kinderarzt laufen. Und der war auch nicht weit. Also man musste so ein bisschen durch die Stadt laufen. Genau, und das haben wir dann auch gemacht. Und der Ali war immer bei mir und hat mich auch begleitet. Und eine andere, die auch in der Bäckerei war, hatte dann in der Zeit auch den Kinderwagen zur Hausärztin gefahren und mir den vorbeigebracht. Das war auch so lieb. Also in der Situation, dass man da so Hilfe bekommt, da war ich echt sehr dankbar. Ja, und dann sind wir dann, der Ali und ich, mit der kleinen Maus im Kinderwagen schnell zum Kinderarzt gelaufen. Und die Hausarztpraxis hatte auch gesagt, wir sagen in der Kinderarztpraxis Bescheid, dass da jemand kommt mit einem Säugling, der Atemnot hat. So, und dann da angekommen, also wir sind ungefähr, wie lange sind wir gelaufen? 5 Minuten, 6 Minuten. Also sie hatte in der Zwischenzeit mit diesen Geräuschen aufgehört. Dennoch war ich in Sorge, dass sie nicht genug Luft bekommt. Sind wir dann in der Praxis angekommen und da waren natürlich auch einige Patienten da und die Sprechstundenhilfe, wir sind dann angekommen und gesagt, ja hallo, man hatte wohl Bescheid gesagt, dass wir jetzt kommen, mein Baby hat Atemnot, habe ich dann gesagt und wir wollten gerne nochmal kontrollieren, ob sie jetzt genug Sauerstoff bekommt oder nicht und dann sagte die Sprechstundenhilfe, das war wirklich so eine, sagen wir mal Ziege auf Deutsch gesagt. Also sie war nicht gerade sehr freundlich und hat uns nicht gerade so empfangen, wie ich es mir erhofft hatte, sozusagen. Ja, kommt rein. Also man hatte uns nicht so empfangen, dass man davon sprechen konnte. Sie waren vorbereitet und sie wussten, dass wir kommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Hausarztpraxis nicht Bescheid gesagt hat. Ich weiß, dass sie Bescheid gesagt hat. Aber wir wurden auf jeden Fall nicht so empfangen, wie ich es mir erhofft hatte und vor allen Dingen nicht in dieser Situation. Sie sagte, sind Sie denn Patientin hier? Waren Sie schon mal da? Ich so, nee, war ich noch nie. Wir gehen normalerweise zu einem anderen Arzt. Und ja, aber dann kann ich Sie jetzt nicht hier aufnehmen. Sie sind hier keine Patientin, dann kann ich Sie nicht hier aufnehmen. Ich so, Entschuldigung, aber meine Tochter hat gerade Atemnot. Und ich weiß nicht, ob man Ihnen Bescheid gesagt hat, aber wir sind jetzt hier, weil es ein Notfall ist und meine
Tochter gerade keine Luft bekommen hat, würden Sie bitte jetzt nochmal kontrollieren, ob sie genug Luft bekommt und die Sauerstoffzufuhr stimmt. Nee, das können wir jetzt nicht machen. Sie sind hier keine Patientin. Gehen Sie doch am besten ins nächstgelegene Krankenhaus oder zu dem Arzt, der Sie sonst auch immer behandelt. So, wir sind hier gerade, also der Ali war auch völlig perplex und gesagt, wie kann das sein? Wir sind hier gerade mit dem Kinderwagen unterwegs, wenn wir jetzt wieder zurücklaufen und dann die Kleinen ins Auto packen und von da aus dann zum Kinderarzt fahren oder ins nächstgelegene Krankenhaus. Und ich meine, wir alle wissen, wie das in den Notfallstationen im Krankenhaus ist. Man wird nach Wichtigkeit einsortiert und dann muss man vielleicht auch nochmal Stunden warten und dann könnte es ja eventuell schon längst zu spät sein. Allein der Weg wieder zurück hätte viel zu lange gedauert und in einer Notsituation jemanden so nach Hause zu schicken, ich kam mir wirklich vor wie in einem falschen Film. Ich kann euch das gar nicht erklären. Also ich habe gedacht, ich bin hier falsch. Und die Frau vorne an der Information, die wollte uns einfach nicht durchlassen zur Ärztin. Also nachdem wir uns dann da schön aufgeregt haben, ich hätte dann die Ärztin in dem Flur in den nächsten Raum gehen sehen, wo auch Patienten gewartet hatten auf die. Jedenfalls bin ich dann da hinterhergelaufen. Ich so, ach, und Sie sind also die Ärztin, die meiner Tochter die erste Hilfe verwehren möchte. Ich sagte, sie kriegt keine Luft mehr und es ist jetzt besser geworden, aber sie hatte gerade Atemnot und ich hätte gerne, dass Sie kontrollieren, ob sie jetzt genug Sauerstoff bekommt. Ja, und dann fing die genauso an, wie die Sprechstundenhilfe, seit sind denn hier Patientin? Und ich habe echt gedacht, ich falle hier gleich tot um. Naja, nach langer Diskussion hat sie uns dann jedenfalls aufgenommen und dann nochmal die Sauerstoffzufuhr kontrolliert, aber das war wirklich eine Tortur. Ich war wirklich sehr hartnäckig, ich habe schon zwischenzeitlich immer daran gedacht, weil mir das einfach zu lange gedauert hat, wieder zurückzugehen. Und bin dann aber hartnäckig geblieben und wie gesagt, ich bin dann da ins Ärztezimmer gerannt und ich habe dann auch den allen Leuten, die da waren, gesagt, also das ist für mich keine Kinderarztpraxis, die solchen kleinen Säuglingen die erste Hilfe verwehrt. Also ich war wirklich sprachlos. Gott sei Dank ging es der kleinen Maus auch gut und es war jetzt nicht so, dass sie keine Luft bekommen hat, aber ich wusste es in der Situation nun mal nicht. Die Frage kam nämlich auch ganz oft, ob es mein erstes Kind wäre, so nach dem Motto, ob ich jetzt eine hysterische Mutter bin, die einfach keine Erfahrung hat und so. Also die Frage hat mich auch immer extrem aggressiv gemacht. Wir haben uns auf jeden Fall bei der Ärztekammer beschwert, auch bei der Ärztin und haben da auch einen Bericht geschrieben und ich hoffe, dass sie davon auch hören wird, um die Mamas da draußen vielleicht auch mal wieder einen kleinen Tipp mit auf den Weg zu geben. Bleibt hartnäckig und wenn euch die Frage gestellt wird, ob das euer erstes Baby ist, sagt einfach nein. Weil wenn ihr sagt, ja, ich glaube, dann werdet ihr sowieso abgestempelt als irgendwelche hysterischen, überempfindlichen Muttis. Und was ich jetzt machen werde, ist nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs, weil sowas kann natürlich immer passieren, dass sie sich verschlucken und man nicht weiß, was passiert oder was man machen soll. Als ich dann nach Hause gelaufen bin vom Kinderarzt, habe ich erstmal geheult. Den Alex angerufen und erstmal geheult, dass der ganze Druck abgelassen wurde. Also war wirklich ganz schlimm. Jetzt rede ich schon wieder 15 Minuten. Ich gucke mal, ob ich die Geschichte für euch abkürzen konnte. So, was machen wir jetzt noch? Wir gehen jetzt noch spazieren und ich muss noch die Fotos, die wir gestern gemacht haben, noch fertigstellen und bearbeiten und noch ein bisschen Texte schreiben dafür. Das ist eine Kooperation für Instagram. Und weil mich auch immer so viele fragen, wie ich meine Bilder bearbeite, ich benutze Lightroom, genau, Lightroom benutze ich dafür. Und in Lightroom kann man seinen eigenen Filter erstellen. Man kann auch Presets kaufen, das sind so vorgefertigte Bilder für die vorgefertigte Filter für die Bilder. Aber ich habe meinen eigenen erstellt und die kann man dann über jedes Foto, die man gemacht hat, einfach drüber legen. Ich mache danach noch mal so ein bisschen Feintuning. Kann ich das mal zeigen? Also das ist ein Foto von gestern. Ohne Filter, wenn ich jetzt loslasse, ist der Filter schon drauf. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Und die App sieht so aus, ich habe hier so einen Ordner, wo ich alle meine Bildbearbeitungsprogramme drin habe. Und das ist das hier oben mit dem, mein Gott, ein bisschen schwer, wenn man nur eine Hand frei hat. Hier das oberste ist Lightroom. Und mit Snapseed, das ist hier dieses Blatt,
Damit verfeinere ich nachher noch das Bild. Also ich ziehe so ein bisschen noch heller, guckt. Das ist auch ein Foto, was ich gepostet hatte vor kurzem. Da ziehe ich nochmal so ein paar Details einfach ein bisschen heller, dass die Bilder ein bisschen freundlicher aussehen und nicht so dunkel. Naja gut, ich hoffe, ihr Lieben, dass euch das Video gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Und bis dahin, lasst euch knutschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.